Österreich hat wieder einen Top-Tennissportler an der Weltspitze. Dominic Thiem. Er zieht die Zuschauermassen an, aber er hat auch Sogwirkung auf den Nachwuchs. Die Tennisarena in Bruck bietet den künftigen Champions alle nur erdenklichen Möglichkeiten, sich zu profilieren. Seit 20 Jahren hat es das nicht mehr gegeben, dass ein Österreicher ins Finale der French Open gekommen ist. Also kann man annehmen, dass das auch eine Sogwirkung hat. Ja, es ist so, für die Tennis Inside ist das keine Novität, sage ich einmal, dass der Dominic Thiem jetzt sehr erfolgreich ist. Das ist er, glaube ich, schon seit 4-5 Jahren an der Weltspitze in den Top 10. Jetzt natürlich im Vorjahr bereits im Finale der French Open heuer wieder. Und wir haben natürlich gehofft, dass er dieses Turnier gewinnt. Aber nichtsdestotrotz, mittlerweile kommt dieser Tennisboom nicht nur bei den Tennisspielern selbst, sondern in der Allgemeinheit an. Und das ist natürlich auch für ganz Österreich sehr wichtig. Und man kann schon sagen, dass Tennis ein Massensport ist. Mittlerweile Gott sei Dank wieder. Also die Breitenwirkung wird immer größer. Wir merken es, dass wir nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Breitensport einen großen Zulauf haben. Die Leute spielen wieder lieber Tennis wie viele andere Sportarten, sage ich einmal. Und wir merken es vor allem, dass auch neben den Kindern, die bei uns im Leistungszentrum trainieren, auch die Geschwister, die Eltern wieder in die Vereine kommen. Und auch das ist natürlich ein Aufwärtstrend, den wir hier in Bruck sehr stark spüren. Noch auf Bruck bezogen. Dieser Tennisplatz oder die Tennisplätze haben ja Ganzjahressaison. Es ist so, dass wir hier das ganze Jahr über spielen können, auf den 15 Freiplätzen von April bis Oktober und danach oder auch während der ganzen Saison bei Schlechtwetter in der Halle. Das ist ganz wichtig, dass wir hier insgesamt 18 Plätze zur Verfügung haben. Das macht uns nämlich auch für viele Turniere interessant und da haben wir heuer ein ganz großes Turnier im Herbst vor, in der ersten Septemberwoche. Da geht es nämlich darum, die steirischen Landesmeisterschaften hier in Bruck auszutragen und zwar von den Kids über die allgemeine Klasse bis hin zu den Senioren. Wir haben aber auch die Rollstuhltennis Spieler hier und die Special Olympics und das hat es bis jetzt in der Steiermark noch überhaupt nicht gegeben. Der Tennissport ist dank der Möglichkeiten in Bruck mittlerweile zu einem Ganzjahressport geworden. Das gesamte Areal mit seiner Infrastruktur gibt die Möglichkeit, den Breitensport auch zu nützen.